Zombie Apocalypse. Also Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Ich würde heute wirklich am liebsten den ganzen Tag an meinem wunderschönen großen Schreibtisch sitzen bleiben und gar nicht irgendwie weiter durch die Stadt von Waldstätten fahren, denn es hat sich ein erneuter großer, hoher Besuch angekündigt, der heute in Waldstätten unterwegs sein wird. Ja, und ich bin hier gerade in der Polizeidienststelle von Waldstätten und ich werde auf jeden Fall gleich dahin fahren, denn es wird heute ein ich traue mir das gar nicht auszusprechen, ein ganz wichtiger Punkt angesprochen, denn es geht um das Gerätehaus bzw. um die komplette Feuerwehr 1 in Waldstätten. Ich will darüber gar nicht reden, ich habe gar keinen Bock darauf, ehrlich gesagt. So, aber das nützt ja alles nichts. Also mein Chef meinte, ich soll hinfahren. Dann mache ich das natürlich jetzt auch. Ich mache mal alles zu hier ordnungsgemäß. Kameras laufen ja sowieso, also passieren kann hier nichts. Außerdem sind ja auch Kollegen da, also. Außerdem ist es auch eine Polizeiwache, also wer soll denn da groß einbrechen, ne? So. Dann fahren wir erstmal rüber zum Freiwilligen Feuerwehr Gerätehaus 1. Ja, und dann gucken wir mal, wie weit der Besuch schon ist, ob er schon da ist, ob ich vielleicht zuerst da bin, der Erste am Gerätehaus. Ich bin gespannt. So, Sonderrechte sind eingeschaltet, denn ich soll mich natürlich nicht darum kümmern, um die Person zu empfangen. Nein, ich soll für die Sicherheit sorgen und deshalb fahre ich jetzt erstmal einmal Streife mit den Zivilstreifenwagen und dann kann ich das Go geben, dass die Person bzw. der hohe Besuch herkommen kann. Also da ist sie noch nicht. Okay. Ich bleib trotzdem aber erstmal hier stehen, weil sicher ist sicher. Denn hole ich am besten mal noch ein Fahrzeug dazu. Nehmen wir mal gleich zwei Streifenwagen. Beziehungsweise einen Streifenwagen, einen zivilen Wagen. So, denn hohes Polizeiaufkommen ist ganz, ganz wichtig. Das sorgt für Sicherheit und die müssen wir natürlich auch gewährleisten. Es darf auf jeden Fall nichts passieren. Es darf nichts dazwischen kommen. Deshalb sind wir ja da und unterstützen das Ganze. Obwohl ich, wie gesagt, gerne im Polizeirevier bleiben würde. Ich habe da leider schon eine Vorahnung, was passieren wird. Also jetzt ganz im Ernst. Das wird ganz, ganz traurig werden, Leute. Okay. Gut, ich gehe mal gucken, was die Kollegen, Kameraden hier gerade machen, was hier abgeht, was los ist. Oh, ist noch niemand da. Ach, Taschen, na? Alles fit bei dir? Ja, bei mir auch, na klar. Ja, wir stehen draußen vor der Tür, haben abgesichert, also der Besuch kann kommen. Kannst du durchgeben, genau. Gut. Tja, das sieht hier so richtig, richtig leer aus. Die Küche ist abgeräumt, hier ist alles leer. Ich gehe mal einmal nach oben, ich guck mal. Hier ist auch nichts weiter, ne? Ah, der Fernseher ist noch an, der muss noch gleich ausgeschalten werden. Hier ist auch nichts weiter. Der Lagerraum ist auch komplett leer. Der war bis vor kurzem noch bis oben hin voll. So, Fahrzeuge sind noch drin. Okay, können wir das Go geben. Ich mache das Tor gleich hoch. Stellen uns ja sowieso erstmal hier vor das Gerätehaus. So, jetzt fahren sowieso erstmal die Sicherheitsmänner nach vorne mit ihren Fahrzeugen. Natürlich mit Kennleuchte und Horn, damit alle wissen, dass wir auf dem Weg sind. Natürlich in voll schwarz. Schwarze Farbe an den Fahrzeugen. Aber ich glaube, das kennt ihr, ne, Leute? Die Autos hatte die Investorin auch noch vor kurzem. Na, sie wechselt immer oder tauscht die Autos, warum auch immer. Vielleicht liegt es an dem Gelände, das kann natürlich sein. So, und das nächste Auto sperrt hier die Straße ab.
dass hier wirklich niemand sich dazwischen drängelt. Ansonsten wird sofort eingegriffen. Hier darf wirklich nichts passieren. Ja, und dann kommt der große Maybach, der 650er W12. Der absolute Luxuswagen. Und der ist natürlich voll gepanzert. Da kommt nicht so einfach durch. Da kannst du mit einem Panzer drauf schießen, da passiert nichts. Vielleicht fliegt höchstens, naja, die Scheibe raus. Vielleicht gibt es höchstens einen Kratzer oder so, aber ansonsten wird da nichts weiter passieren. Aber wie gesagt, die Sicherheit wird ganz groß geschrieben, gerade bei einer so wichtigen Person. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass da wirklich nichts passiert. So. Ein Auto haben wir noch, ne? Das steht noch hinten auf der Straße und das zieht jetzt einmal vorbei an dem Wagen, der gerade die Kreuzung blockiert. Und dann stellen wir uns genau hinter das Fahrzeug von der Investorin. So, und jetzt kann der letzte Wagen einmal vorziehen. Der blockiert jetzt hier die gesamte Straße. Andere Seite steht die Polizei. Mit einem gewissen Abstand stehen wir natürlich auch hier. Jetzt stellen wir uns ein bisschen weiter genau nach hinten. So. Dann haben wir das erstmal hier gut aufgebaut. Und bevor ich jetzt mit der Rede beginne, kommen natürlich noch die Kollegen der großen FF2 dazu. Das hat einen ganz besonderen Grund, aber den werde ich gleich ansprechen, Leute. Also, ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Nee, das liegt auch nicht daran, dass mir kalt ist. Nee, das macht mich so fettig, wirklich. Ja, und die rücken aus mit ihren MTFA oder mit den MTW oder MTF und fahren auch erstmal rüber zum Gerätehaus der FF1 in das kleine Ort, in den kleinen Ort von Waldstetten. So, das haben sie auch viele Kollegen jetzt bereit erklärt mitzufahren. Also der ganze Wagen ist auch komplett voll bis oben hin. Wir fahren natürlich auch mit Sonderrechte. Denn das muss jetzt auf jeden Fall schnell gehen. Wir müssen uns das anhören. Wir müssen natürlich auch reden mit den Leuten vor Ort. Deshalb sind wir jetzt auch gleich mit am Gerätehaus. Okay, Leute. Gut. Ich mach mal den Motor noch aus hier. Ist überall an. Ist sonst viel zu laut, finde ich. So. Ja, dann begrüße ich mit euch die Investorin. Wir machen erstmal beide Tore auf. Und ich stemme am besten gleich mal wieder ein bisschen was hin, damit ihr das auch erkennen könnt, dass da gerade auch was abgeht. Sieht sonst ein bisschen komisch aus, wenn ich da jetzt irgendwie mit der Luft rede und da gar keiner da ist. Ist nicht so einfach dann, ne? So. Nehmen wir die als Investorin eigentlich schon, ne? Die hat sich heute ein paar andere Klamotten angezogen. So, und die steht jetzt genau hier vor dem Gerätehaus. Stellen wir am besten mal hier hin. Dann haben wir natürlich die Sicherheitsmänner. Die stehen hier überall verteilt, an jeder Ecke. Wird hier wirklich aufgepasst, dass hier wirklich nichts passiert. Das sind wieder sehr, sehr, sehr viele Leute, die hier für die ganze Sicherheit sorgen vor Ort. So, dass hier wirklich gar nichts passieren kann im schlimmsten Fall. Also das sind wirklich fast 20 Leute, die sich um die Investoren kümmern. So, auf dem Dach stellen wir jetzt mal keinen. Das sieht dann doch schon ein bisschen komisch aus. Aufs Auto könnte man auch. Sieht aber auch wieder sehr, sehr merkwürdig aus. Das lassen wir mal lieber. So, pro Auto haben wir 2 Leute.
So, da ist natürlich die Polizei, die Feuerwehr ist hier, also das sollte erstmal reichen. Okay, Leute. Tja, dann werde ich jetzt mal etwas ganz, ganz Besonderes ansprechen. Als ob die erstmal einen Hotdog isst hier. Ich fasse es nicht. Das ist doch nicht ihr Ernst. Ist. Tja, ich habe jetzt nichts Besseres gefunden, Leute. Gut, lass sie ihr Hotdog essen. Die hat den ganzen Tag noch nichts gegessen. Gar kein Problem. Wir sprechen jetzt erstmal das Thema an, was heute hier angesprochen werden muss. Das liegt mir schon die ganze Woche richtig stark auf dem Magen. Es geht um die Freiwillige Feuerwehr 1 hier in Waldstetten, diesen wunderschönen kleinen Ort, wo wirklich auch viel passiert, wo eigentlich auch die Feuerwehr rechtzeitig immer vor Ort sein muss, wenn die Lage brenzlig wird. Es ist leider so, dass die Feuerwache 1 hier, beziehungsweise die Freiwillige Feuerwehr 1 von Waldstetten, fast keine Mitglieder mehr hat. So, und es werden leider Gottes auch keine neuen Mitglieder mehr gefunden, warum auch immer. Viele Leute ziehen weg, viele Leute sind ausgestiegen aus der Feuerwehr, weil sie keine Lust mehr hatten. Und viele Leute sind rübergegangen in die große Freiwillige Feuerwehr 2, die auch gar nicht weit weg ist von uns. Ja, und somit ist die Investorin heute hier, macht sich davon ein Bild, denn es wird gerade überlegt, dass diese Feuerwache geschlossen wird. Weil sie anscheinend viel zu viel Geld frisst und wirklich fast niemand hier ist und keiner kann mehr ausrücken. Jetzt muss natürlich geklärt werden, was alles damit passieren wird. Ob das verkauft wird, ob das alles hier stehen bleibt, ob die Fahrzeuge hier bleiben, ob die auch verkauft werden. Deshalb ist heute der hohe Besuch wieder bei uns in der Stadt, beziehungsweise jetzt im Dorf, um das alles zu klären. Und das sind die ganzen wichtigen Fragen, die Investorin hier heute klären muss. Und deshalb schaut sie sich jetzt alles jetzt genau an. Ja, es hat auch diesen einen Grund. Die FF2 wurde vor kurzem erst groß aufgebaut. Und dadurch, dass sie wirklich gar nicht weit weg ist von hier, könnte sie theoretisch auch das alles abdecken, was es hier in der Nähe gibt, also an Wohnkomplexen. Weil so viele Bürger wohnen hier dann doch wieder nicht. Und dadurch, dass sie halt die FF1 viel Geld frisst und wirklich fast keine Mitglieder mehr hat, wird die Wache höchstwahrscheinlich geschlossen. Tja, mein armes Feuerwehrherz blutet. Das ist wirklich ein richtig schwarzer Tag für uns hier heute. So schwarz wie ungefähr der Maybach Mercedes-Benz von der Investorin vom hohen Besuch, der hier gerade vor mir steht. So, na jetzt warten wir mal kurz. Das wird jetzt alles drin geklärt. Und dann entscheidet sie hier vor Ort noch, ob das jetzt soweit kommen wird oder nicht. Was meinst du? Wird's geschlossen? Entschuldigung? Achso, die dürfen gar nicht reden. Okay, naja. Ich bin gerade so aufgeregt. Ich muss gerade irgendwie was hier schnacken mit jemandem. Ist das eine echte Waffe? Ja, ist ja gut. Ich nehme Abstand. Die sind ganz schön böse, ey. Gut, ich verstehe es aber auch, ne? So. Die Sache ist anscheinend geklärt. Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht, ey. Wo führt denn das alles noch hin? Alles klar. So, man sieht gerade die Gesichter der Kollegen hier. Es ist jetzt offiziell die Freiwillige Feuerwehr 1 von Waldstetten wird hiermit offiziell geschlossen. Die Fahrzeuge verbleiben erstmal im Gerätehaus, werden dann vielleicht aufgeteilt in den einzelnen Feuerwehren. Wenn nichts gefunden werden sollte, werden sie sofort verkauft. Und das Geld wird dann auf die einzelnen Feuerwehren in Waldstetten aufgeteilt. Tja, und das Gerätehaus, das wird erstmal hier bleiben. Das wird erstmal komplett leer stehen bleiben, so wie es jetzt genau hier ist. Ja, und ob es abgerissen werden soll, wissen wir bisher noch nicht. Das sieht eigentlich so neu aus noch, ne? Ist es ja eigentlich auch, aber was willst du machen, wenn das gar nichts mehr bringt? Es ist jetzt durch. Die Feuerwache ist offiziell jetzt nicht mehr
aktiv am Einsatz, nimmt dann nicht mehr dran teil. Ja, und somit soll es dann das erstmal gewesen sein. Dann werden wir schauen, Leute, wie wir das mit den Fahrzeugen machen. Also verkaufen müssen wir die nicht unbedingt. Ich kann ja ganz kurz mal hinswitchen, wie das aktuell hier aussieht. Weil vom Platz her ist es dann doch schon ganz schön wenig im Gerätehaus. Vielleicht stellen wir da noch ein anderes Gerätehaus hin. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir ja nur noch in Anführungsstrichen 2 Feuerwehren. Die dritte Feuerwehr ist ja zu. Tja, da könnte man höchstens die Freiwillige Feuerwehr 2 vergrößern, damit wir hier mehr Fahrzeuge haben und viel mehr abdecken können. Also ungefähr die Hälfte der Karte und die andere Hälfte der Karte übernimmt die BF von Waldstätten. Ach, meine Güte. Das darf nicht wahr sein, ey. Dass das noch passiert, ne? Das hätte wirklich niemand gedacht. Aber das war vor kurzem leider so bei der FF1, dass ein großer Einsatz stattgefunden hat. Es hat ein großes Gebäude gebrannt mit vielen verletzten Leuten. Ja, und die FF1 war am nächsten dran, konnte aber nicht ausrücken, obwohl sie einsatzbereit waren. Ja, und das ist natürlich ganz schön schlimm, also für alle Beteiligten, ne? Sie haben leider kein Fahrzeug vollbekommen und alleine brauchst du da nicht hinfahren. Ja, und somit ist das jetzt durch. Gerätehaus geschlossen. Und ihr könnt jetzt gerne mitentscheiden, liebe Freunde, wie es weitergehen soll. Was soll mit den beiden Fahrzeugen passieren? Mit dem LF, mit dem TLF? Wo soll ich das hinstellen? Und soll ich in der Freiwilligen Feuerwehr 2 in Waldstätten, soll ich da noch ein Gerätehaus bauen, damit ich da noch mehrere Fahrzeuge unterstellen kann? Das müsst ihr mir gerne mal verraten. Schreibt das gerne mal unter dem Video in die Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder, wie ihr euch entschieden habt. Und dann kann ich vielleicht schon anfangen zu bauen, wenn ihr das gerne möchtet, wenn ihr das sehen wollt. Und dann sehen wir weiter, würde ich sagen. Also das ist wirklich der schlimmste Tag gewesen, den ich bisher hatte hier. So, gut Leute, dann werde ich jetzt erstmal nach Hause fahren. Ich muss erstmal runterkommen. Ich muss das mal erstmal verdauen, verkraften. Ach, das ist schade. Schade und schlimm zugleich, sage ich immer so schön. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Drückt gerne den Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.